Hallo und herzlich willkommen liebe Filmschnitt und Shotcut-Freunde. Ja, wie ihr seht, ich habe mittlerweile schon die 20.04.12-Version und ihr habt wahrscheinlich erwartet, dass ich jetzt zum Beispiel... Wie ich angekündigt habe, ein Update mit dem Corner Pin Filter präsentiere. Leider ist das bei mir noch in Arbeit. Wie ihr hier seht, da bin ich hier <laughs> heftig dran. Aber dafür gibt es jetzt ein Tipps und Tricks. Und ich darf mich an dieser Stelle herzlich bedanken für diese Inspiration von Heimo Bosch, ein Abonnement auf meinem YouTube-Kanal bzw. für meine Playlist für Shortcut-Tutorials. Wir befassen uns diesmal mit Hochformataufnahmen, die viel mit Mobiltelefonen, sogenannten Smartphones oder auch Handys gemacht werden. Hier in meiner Wiedergabeliste habe ich zwei Stück drin und wie ihr sehen könnt, ich gehe mal auf Eigenschaften, gucke mal, da sehen wir noch nichts, da sehen wir erst etwas, wenn wir es hier unten in die Zeitleiste hineinschieben. Dann gehen wir mal auf Eigenschaften und gucken uns aller als allererstes mal an, was wir denn haben und wenn wir hier auf die Eigenschaften gucken, dann sehen wir aha, in der Breite 1080 und in der Höhe 1920 mit einer 30, blub und blä Variablen Framerate. Das muss uns zu denken geben. Ich schalte mal eben kurz hier auf einen Videoplayer um, indem ich auch hier mal die Informationen anzeige. Moment. Weiter unten sehen wir dann 8 Pixel, eine völlig andere, ein anderes Seitenverhältnis. Das heißt, dass dieser komische Codec, der sich hier 3GP nennt, also das Videoformat, das ist schon ein Anzeichen dafür, dass Shotcut Probleme haben wird, es zu verarbeiten. Auch unter den Audioeigenschaften steht zwar AAC, aber das Format ist ein exotisches, so würde ich, würde ich das nennen, und äh, nicht so ganz äh, normkonform, was wir auch sehen können, wenn wir auf die Wiedergabeliste gehen und uns die Endung angucken. 3GP. Ich habe es von einem alten Handy gemacht und äh, die neueren, die werden MP4 als Endung haben, die meisten jetzt. Aber es sei auch gesagt, dass sogenannte Ipones, also iPhones meine ich, von einer gewissen Baumfruchtfirma auch ihre eigenen Formate und Kodex haben. Deswegen empfehle ich unbedingt, nicht einfach jetzt hier drum zu schneiden oder weiterzuarbeiten, sondern vorher bei solchen Exklusivformaten zu konvertieren. Dann gehen wir hier drauf und sagen unter Eigenschaften Convert to edit friendly das heißt also bearbeitungsfreundlich umkonvertieren da klicken wir hier einmal drauf dann haben wir hier in einer Folge habe ich da schon besprochen gut besser am besten und das wird zu einem mof oder wenn es am größten ist zu so einem pcm mkv verlustfreier umkonvertiert wenn ich hier auf gut mittel gehe dann ac3 mp4 ich empfehle aber für besser es ist ein guter Mittelwert und es geht nicht so viel Qualität verloren. Eigentlich habe ich keine Qualitätsreduktion gesehen beim Umkonvertieren. Dann gehen wir auf OK, dann werden wir erstmal mal gucken. Aha, ich habe meinen Ordner Shortcut Tutorials Hochformat schon mal angelegt und dann gehen wir auf LightShare konvertiert MOV und speichern das Ganze. Dann sehen wir hier oben, dass das hier. Geht, es dauert ein bisschen, das ist ja auch nicht so viel, hat ja auch nicht so viel Sekunden. 8 8 Sekunden ungefähr. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nachdem das Ganze jetzt umkonvertiert ist. Schwupps. Gucken wir noch mal in die Wiedergabeliste und wir sehen. Hier ist also unser Lightshare hinzugekommen. Dann können wir auch das alte hier wieder aus der Zeitleiste löschen. Und der aufmerksame Zuschauer bzw. die aufmerksame Zuschauerin, an dieser Stelle auch mal herzliche Grüße an die weiblichen Zuschauer und Abonnenten. Wird wahrscheinlich aufgefallen sein, dass wir hier drei Sekunden Unterschied haben, nachdem wir konvertiert haben. Ähm, dann noch mal was. Jetzt steht hier plötzlich eine 21. Ich musste gerade nämlich feststellen, das habe ich jetzt nicht aufgenommen, dass ich versucht habe, aus das Originalvideo hier reinzuziehen. Das ist jetzt nur eine Demo. Macht das bitte nicht nach. daraus irgendwie eine Szene zu nehmen und daraus hier aus Eigenschaften zu konvertieren. Macht das bitte nicht. Das äh, bringt im Augenblick nur ein bisschen Verwirrung und Ärger. Es tut zwar, aber ähm, in der Wiedergabeliste tun sich komische Geschichten auf und deswegen machen wir das am besten nicht. Da werde ich mich noch mit Dan Denedy in Verbindung setzen aus dem Shotcut-Forum, mit dem ich ja sozusagen in Kontakt bin in Kalifornien. Und dann wird natürlich immer weiter verbessert mit Shotcut. Also kommen wir jetzt zu etwas ganz Wichtigen, was ich immer wieder Wiederholen muss und zwar ich schiebe mal noch mal hier unser konvertiertes Stück hier rein, gehe auf Eigenschaften und gucke unsere Auflösung an mit der Framerate. Jetzt steht die auf 30, das ist alles ganz gut. Der Farbraum ist richtig, der Audio ne, 32, 48, ALAC Apple Lossless Audio Codec. Ja, da steht ja schon Apple. <laughs> okay, moff ist natürlich. Ähm, ein äh, Apple eigenes Format und deswegen auch kompatibel für iPhones. Gucken wir uns noch mal die Videoauflösung an, 1080 1920 und wie eben schon gesagt, ganz wichtig, jedes Mal euren Videomodus umstellen, wenn ihr ich gehe noch mal hier zurück, wenn ihr wirklich wirklich nur das pure Hochformat haben wollt, das heißt, ihr möchtet ganz gerne euer Hochformatfilm bearbeiten und es an Freunde schicken, die auch gerne das Handy benutzen, also das Mobiltelefon und es auch im vollen Hochformat betrachten möchten. Nachdem ihr das geteilt habt, ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr auch dieses Format anpasst. Deswegen gehen wir auf Videomodus, gucken. Das sind die, also bis hierhin sind das natürlich die Presets hier in Shotcut und ich habe Benutzerdefinierte drinne. Und wir sehen, das ist jetzt hier 1920.080 mal 60, also die Bildrate. Das hat aber nichts zu sagen mit dem momentanen Projekt. Ihr geht bitte auf Exportieren, guckt auf Erweitert und ähm, schaut am besten mal, was ihr hier wirklich stehen habt. Und das wäre sozusagen das Exportformat. Aber wir wollen ja, Moment, ich gehe mal wieder zurück auf Eigenschaften, das hier haben. Also, Videomodus, Benutzer definiert und dann können wir eins hinzufügen, weil ich habe so ein Format noch gar nicht. Wir gehen einfach hin und ich benenne es immer grundsätzlich nach den Pixelgrößen und nach dem, nach der Framerate. 1920, also 1088, 1920. Dann definieren wir das hier noch tatsächlich in den Pixelgrößen. So und Seitenverhältnis, da braucht man keinen Kopf machen. Wir können nämlich genau die gleichen Werte wie die Pixel angeben. Zack und von 60 machen wir 30. Klicken OK. Dann dauert es ein bisschen und schwupps, die Wups haben wir es angepasst. Dann gucken wir noch mal, indem wir das Ganze vergrößern. Ups, der macht jetzt auf 200. Warum ist das so? Ganz einfach, ich erkläre es nochmal. Ich gehe mal wieder auf Zoom passend und ich kann dann, wenn ich hier auf das Pfeilchen drücke, kann ich mir hier die Vergrößerungsstufe oder die Verkleinerungsstufe aussuchen. Also gehe ich nochmal auf 200 und nochmal ganz genau, ob es irgendwelche kleinen schwarzen Blitzer gibt. Schwarze Blitzer ist gut. Okay, oben, unten ist nichts. Also haben wir es echt passend gemacht. <laughs> passend gemacht. Das passt. Und hier oben gibt es auch die Information der Zeitachse, wie das Projektformat ist. Wenn ich hier drauf gehe, geht es wieder weg. Klicke ich auf Master, ist es ist wieder da. Ich habe zwar in der Wiedergabe noch ein, noch ein Quellvideo, was ich hinterm Haus gemacht habe, aber das setze ich jetzt nicht ein, weil ich dachte, ich hätte kein Hochformatvideo aufgenommen. Aber ich habe mal rumgekramt in meinem Archiv und habe diesen lustigen Stuhl hier gesehen. So. Oh, das wackelt natürlich. Das ist jetzt doof, dass das so wackelt. Ja, und da ist mir die, noch eine Idee eingefallen. Wir könnten das Ganze mal ein bisschen stabilisieren, damit das nicht so wackelt. können wählen wir unseren Clip auf, gehen auf Filter, drücken auf das Pluszeichen und falls wir das nicht in unseren Favoriten haben, suchen wir es sicherheitshalber mal. Unter dem Videoreiter unter heißt das hier auch noch stabilisieren oder ist das noch Englisch? Manchmal ist ein bisschen die Übersetzung ein bisschen. Anders stabilisierender ist es. Habe ich noch nicht als Favorit geklickt, also kein Sternchen angegeben. Gehen wir da mal drauf. Stabilisieren das Ganze. Und hier haben wir hier die Wackeligkeit als äh, Wert und die Genauigkeit. Analysieren kann man das Ganze auch. Und wir können sogar zoomen. Dann probieren wir erstmal die Analyse aus. Mal gucken, was dann passiert. Aha. Das heißt also Stabilize Results. Hier macht sich eine neue Datei auf. Ich sage mal einfach mal Lightshare. Nicht Chat. Chat. Lightshare. Okay. Gut. Mal gucken, was passiert. Hier sehen wir wieder was. Es wird nämlich auch konvertiert. Das wird zwischenberechnet. Die Analyse ist abgeschlossen. Jetzt gucke ich mal, ob sich was geändert hat. Ja, es hat sich was geändert, aber es fackelt noch ein bisschen. Also im Vorschaufenster. Dann mache ich mal mit Steuerung E eine neue Spur auf. Und setze mal unser Original hier mit rein. So. Und dann sehen wir, jetzt gehe ich mal hier mitten rein. Na, warte mal. Ja, okay. Das ist eine gute Position. Hier haben wir ein bisschen Luft. Hier unten haben wir auch ein bisschen Luft. Dann mache ich mal die obere Spur unsichtbar. Und dann sehen wir, aha, wie dieser Stabilisierungseffekt funktioniert. Das bedeutet sozusagen, dass er aufgrund dieser Werte erstmal berechnet, wie viel kann ich von außen abschneiden. Ich werde das nochmal unsichtbar machen, damit das Zentrum des eigentlichen Objektes einigermaßen stabil wirkt. Ich kann natürlich hier die Werte auch verändern. Dann wird natürlich mehr abgeschnitten. Das wollen wir gleich mal probieren. Ich gehe jetzt mal auf aha, 10. Wow. Also, es gibt nur 10 Stufen. Dann machen wir doch mal die höchste Stufe. Einfach mal, um zu gucken, ob es äh, was dann der Effekt ist. Man muss es ja mal alles ausprobieren. Ach ne, 15 Stufen bei der Genauigkeit. Dann lassen wir es nochmal analysieren. Und äh, ich überschreibe mal die Datei. Fertig. Okay. Dann gehen wir mal zurück. Gucken uns das an und im vorschaufenster ist es natürlich nicht in echtzeit das darf man nicht vergessen deswegen könnte ein kleiner export uns helfen das ganze mal ähm, genauer anzugucken okay das ist jetzt ein anderes projekt hier habe ich jede menge projekte ähm, wo haben wir denn unsere Tutorials, die sind hier und ich habe es genannt Hochformat. Wo bist du? Wo bist du? Habe ich doch eben gesehen. Wo bist du? Hier bist du. Gut. So Tipps und Tricks: Hochformat. Ich sage immer dazu Test. Das ist für mich eine temporäre Datei, die ich dann später sowieso löschen kann. Gut, das dauert ein paar Sekunden. So, fertig. Das Ganze öffne ich von hier aus. Und ja, ah, das wabbelt so komisch rum. Gucken wir uns mal aus dem Player hier unten nochmal das Original an, warum das so ist. Nein, ich bin auf, auf dem Projektreiter, also muss ich hier hingehen, damit ich mir das hier aus der Zeitleiste angucken kann. Du, du wirst eh überblendet. So. Ja, das wabbelt, das ist klar. Das Original ist also auch wabbelig. und das stabilisierte wird dann halt eben ist zwar stabiler aber es kommt natürlich auch wirklich oft die quelldatei an. aus einem handy heraus klar wird es immer ein bisschen anders sein. zumal es ja auch echt an der qualität liegt wie die quelldatei ist. Also desto mehr Pixel, mehrere Auflösungen, umso mehr Berechnungsgrundlage für unseren Stabilisierungsfilter hätten wir dann. Und dann hätten wir bessere Ergebnisse. Jetzt gucken wir noch mal auf die Filterfunktion. Vielleicht können wir damit was reißen. Äh, Zoom, gehen wir mal hin. Wird das eigentlich live gemacht? Fragezeichen. Das wird live gemacht. Ah ja, man kann es verkleinern und man kann es vergrößern. Okay, gehen wir wieder auf Normalzustand. Und die Glättung. Vielleicht können wir mit der Glättung ein bisschen was reißen. Die geht bis zu 100. Okay. Da wird natürlich auch wieder ein bisschen mehr vom Außen weggeschnitten. Gehen wir. Ich mache es jetzt mal wieder mal ganz krass. Wir gehen mal auf Glättung 100. Hm. Und dann werden wir das Ganze auch nochmal analysieren lassen. Zumindest denke ich das. Aber hier steht Analyse abgeschlossen. Aha, dann gucken wir uns doch nochmal. Ähm, indem wir exportieren an, ob das wirklich was bringt. Da sagen wir mal Test 2. Jawohl. Auch den gucken wir uns mal an. Aha. Ganz Ganze ist schon stabiler. Wabbelt nicht so viel wie... Das erste, ja. da wabbelt es auch noch ein bisschen. Okay, und dann schwenkt es noch nach rechts ab. Ich gucke es noch mal an. Da wabbelt es noch und es schwenkt nicht nach, nicht so sehr nach rechts ab. Wie schon gesagt, mit den Filtern müsst ihr arbeiten, ausprobieren. Ich mache das übrigens jetzt auch gerade zum ersten Mal. Aber Learning by doing ist ja immer, <laughs> führt immer zum Erfolg. Jetzt probiere ich noch mal was anderes auf. Wir gehen mal auf Zoom. Sagen wir mal ungefähr so 20. Mit dem Rädchen kann ich übrigens feiner arbeiten, mit dem Mausrädchen. Auf minus 20 Prozent. Exportieren das Ganze noch mal. Dank Test 2 können wir ruhig überspeichern. Ich sehe gerade, hier wird bleibt was über, beziehungsweise hier wird irgendwie das Ganze noch mal kopiert. Ist das wirklich so? Tatsache. Aber bewegt sich nicht. Ah, jetzt gehe ich noch mal auf wirklich den super kleinen Zoom, denn dann würde wahrscheinlich, okay, wenn man an den Rändern hier mal genau guckt. Ja, dann kann man dann erkennen, was was. was ich gehe mal ganz weit runter ähm, und dann wird das Ganze noch mal exportiert. Wollen noch mal Test 2 machen, überspeichern. Dann gucken wir uns das mal an. Dann sehen wir sozusagen, okay, dass das ganze gesamte Bild hier teilweise noch so ein bisschen mit rüber rutscht, um in der Mitte zu bleiben. Ich, äh, ich spiele es noch mal ab. Man kann den Unterschied erkennen. Und so arbeitet dann auch dieser Algorithmus. Und da fällt mir gerade zu diesem Algorithmus ein bekanntes Musikvideo aus den 80er Jahren ein. Und zwar von der Gruppe Aha mit dem Lied Cry Wolf. Wenn ihr das mal auf YouTube sucht, da wird sozusagen der Stabilisierungseffekt sehr extrem eingesetzt und äh, ist auch sehr interessant zu sehen. Ja, und somit. Müssen wir uns sozusagen im Kopf behalten, dass wenn wir hier den Zoom verkleinern, dass im Hintergrund das Ganze so bleibt, also dass da so ein Abbild von genommen wird. Ich gehe rein, mache das nochmal kleiner. Das lässt sich nicht löschen. Und wenn wir wirklich extreme Genauigkeit und extreme Wackeligkeit einstellen, dass wir dann halt eben, wenn wir Filme machen, doch noch im gesamten. Bereich ein bisschen Fleisch lassen, sondern nennen wir das immer, dass dann der Stabilisierungseffekt besser zum berechnen ist, dann ist es auch nicht so waberig. Das wäre als kleiner Sidekick der Stabilisierungseffekt. Ich bekomme auch viele Fragen zu meinen Folgen und zu meinen Tutorials und äh, jetzt jüngst auch wieder und darum geht es jetzt, dass wir dieses hochkant video jetzt nicht in die breite setzen sondern ganz einfach mal äh, ein bisschen verschönern damit wir hier nicht diese störenden und schwarzen balken haben und im fernsehen kennen wir ja die tricks wie da gearbeitet wird Zunächst habe ich meinen Videomodus wieder mal geändert. Und zwar auf 1920, 1080, 16 zu 9 Bilder pro Sekunde 60. Ich kann auch 30 nehmen, aber das ist nicht so schlimm, weil ähm, 60, 30 ist ja das Doppelte. Da wird, werden halt natürlich zwischen Frames verdoppelt. Und äh, das würde keinen Abbruch machen. Würde ich jetzt auf 25 gehen und das Ursprungsframe wäre, ähm, wir gehen nochmal hier auf Eigenschaften. Nachdem wir aus der Wiedergabeliste dich mal hier in eine Spur gebracht haben. Zip, Eigenschaften, hier haben wir dann 30 Frames per Second. Das ist nicht so schlimm. Das heißt aber nicht und auf gar keinen Fall, dass wenn ich jetzt äh, auf 60 Frames per Second exportiere, dass dann sozusagen die fehlenden oder beziehungsweise die verdoppelten Frames gemorpht werden, also dass es dann flüssiger aussieht. Gerade beim Gameplay, wenn man ein Gameplay mit 30 Frames per Second aufnimmt und man exportiert dann auf 60, wird da überhaupt kein Effekt stattfinden. Nur halt eben, dass man halt eben die Bilder pro Sekunde erhöht hat, mehr nicht. Doch kommen wir mal zu den Tricks. Ich werde mit Strg I -E eine neue Spur einfügen. Setze dich mal hier hoch und setze dich mal hier drunter. Wir brauchen nämlich einen Hintergrund, sozusagen, damit wir das hier ausfüllen können. Und äh, gehen hier drauf und sagen, eben für die ganze Spur, weil das möchten wir ja über die ganze Spur haben und nicht nur für diesen Clip, falls wir ähm, noch andere Clips hier reinsetzen wollen. Also gehen wir hier auf Filter. Und dann gehen wir ganz einfach auf den äh, Position und Größe, Größe und Position. Da ja, kann ich schneller finden. Dann gehen wir auf Verzerren. Das Ganze ist nach außen gestreckt, also hat sich hier dem Ganzen hier sozusagen angepasst. Das Ganze ist aber noch ein bisschen äh, zu sehr im Vordergrund, obwohl es im Hintergrund liegt. Ist klar. Deswegen müssen wir das Ganze ein bisschen zarter machen. Und zwar gehen wir diesmal auf Weichzeichnung Gauscher, da ist er. So und äh, auch hier können wir den Anteil erhöhen, wir können das Ganze ein bisschen unscharf machen. Ich würde sagen so bei 80 Prozent, dass es nur noch so schemenhaft ist. Okay, mit der Maus kann ich hier die Nachkommastellen schön, <laughs> schön. Ähm, korrigieren. Das geht übrigens fast jetzt mit jedem Filter, auch in der neuen Version. Ja, und so arbeiten die dann. Aber trotzdem ist mir das Ganze hier noch ein bisschen zu hell. Ich möchte dich hier noch ein bisschen mehr im Vordergrund haben. Packen wir noch einen Filter rein, der da heißt entweder. Man kann da mehrere nehmen. Entweder Farbton, Helligkeit und Sättigung. Ich mache das jetzt mal und sage, gehe mal die Helligkeit runter und schon haben wir ja, ungefähr so auf 70 Prozent und schon kommt diese Szene besser zum Vorschein. Das ganze lässt sich natürlich auch noch mit anderen Filtern machen. Wir haben ja jede Menge. Wir können auch Helligkeit und äh, das Color Grading können wir nehmen, indem wir mal hier auch so runtersetzen das ganze. So, ist auch ein Effekt. es mal hier ein bisschen breiter. Dann können wir hier die Glanzlichter auch noch mal ein bisschen runtersetzen. Das wäre dann zu dunkel. Also äh, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Man kann auch ein Matrix nehmen. Also ich kann dann nehmen zum Beispiel Mosaik. Dann sieht das verpixelt aus. Ich kann auch ein bisschen das Ganze noch pixeliger machen. Aber dann müsste ich dann wieder die Helligkeit und Sättigung mal wieder reinsetzen, damit es nicht zu hell ist. Also wie schon gesagt, da könnt ihr mit den Filtern rumspielen, welchen Effekt ihr haben wollt. So, dann werde ich dich mal löschen. Denn äh, jüngst habe ich Dokumentation gesehen. Die hat einen ganz anderen Filter genommen, beziehungsweise die haben das anders dargestellt. Und zwar indem sie es nicht einfach nur gestreckt haben, sondern sondern die haben so eine Art Raster genommen. Und Raster haben wir hier auch. Bush. Dann haben wir hier so mehrere. Also, dann mache ich das obere mal wieder weg, damit man das sehen kann. Da haben wir dann sozusagen mehrere Unterteilungen in einem Bild. Das lässt sich, auch, ähm, nein, lässt sich natürlich auch einstellen in Spalten. Wie viel Prozent? So, zack. Okay, so viel wollen wir nicht haben. Wir machen das Ganze mal anders. Und zwar äh, gucken wir mal einfach mal so ungefähr. So, dann können wir dann hier auch die Spaltenanzahl ein bisschen größer nehmen. Bis es so einigermaßen im Format passt. Ah, schon gesagt, das ist nur zu Demo-Zwecken, wie das so aussieht. Okay, das können wir dann nehmen. Dann blenden wir dich mal wieder ein. Und dann ist das auch. Einigermaßen proportional, wie schon gesagt, im Rasterfilter äh, guckt ihr euch das genauer an. Aber was ich damit meine, ist halt eben, ihr könnt da mehr Feintuning machen. Oder wer es ganz genau haben will, der berechnet mathematisch den prozentualen Anteil zum Seitenverhältnis vom Original auf die kleineren. Obwohl hier gibt es ja auch eine optische Hilfe. Man sieht ja, ähm, das liegt ja hier in der Mitte und äh, hier ist es ein bisschen zu nah dran. Ein bisschen weiter weg, also gehe ich nochmal auf die Spaltenanzahl, und gucke mal, ob ich das besser hinkriege, damit das einigermaßen symmetrisch ausschaut. Und äh, ja, ich glaube, das ist ganz gut. Nee, so ist es. Ah, ja, gut, okay, scheiß Mathe. <laughs> Sorry. so, ich sehe gerade, dass das hier noch an ist. Klar, muss ja an sein. Dann gucken wir uns das mal im Vorschaufenster an. Das wird natürlich hakelig sein, weil natürlich der Filter Berechnungszeit braucht. Gehe ich auf Einstellungen und sage, Quatsch, Vorschauskalierung, und wir gehen mal auf 540, wird es schneller, das habe ich ja schon mal erwähnt gehabt. Gehe ich auf Einstellung Vorschauskalierung ganz lütsch, also ganz klein, dann wird es ein bisschen schneller werden, kommt drauf an. Ja, zack. Aber im Export, ist klar, zeigt sich das richtige Ergebnis. Ja, ich gehe jetzt noch eine Stufe weiter, um das Ganze ein bisschen aufzupimpen, weil ich finde doch hier unser Mittenclip doch reichlich langweilig. Ich mache jetzt einfach mal einen Rahmen drum herum. Auch hier wieder mit Steuerung und der Taste I machen wir eine neue Spur. Setzen unser Mittenclip, also unser Mittenclip nach oben. Und wir werden hier noch etwas hineinsetzen und zwar auf andere öffnen und werden eine Farbe auswählen. Die kann alle möglichen Farben haben. Ich nehme mal hier ein schönes Orange. Das heißt, ich werde dich dann mal hier rüberziehen. So, da ist jetzt ein bisschen weit. So, bis hier hin. Ja, jetzt ist das andere natürlich überdeckt. Blöd. Aber wir haben ja Filter. Und der Filter, wo haben wir es denn? Nee, ich muss auf Video gehen, weil das ist so einer. Da nennt sich nämlich, na, wo haben wir es denn zuschneiden? Nämlich, und zwar Kreis, Quelle, das ist aus einer Datei heraus, aber wir brauchen ein Rechteck. Wir werden mal ein Rechteck zuschneiden und wir sehen, aha, wir haben hier Anfasser. Dann werde ich mal hier erstmal grob vor ähm, vorjustieren, was die Breite angeht. Hier sind die Werte äh, sozusagen noch angezeigt. Ich gehe noch mal ein bisschen auf Größer, damit das äh, einigermaßen zu sehen ist. So, hier müssen wir noch ein bisschen runter, damit es ein bisschen anpasst. Wie schon gesagt, ich mache das nur so ein bisschen so frei Daumen, frei Schnauze. So, hier auch noch ein bisschen hoch. Ist ganz gut, dass es die Vergrößerungsfunktion gibt. Ja, jetzt ist natürlich rechts und links alles schwarz und ich kann hier nur eine Füllfarbe. Also das ist die Füllfarbe, die hier standardmäßig auf schwarz eingesetzt ist. Ich kann natürlich entweder irgendwo was rauspicken, dann kann ich hier die Füllfarbe ändern. Möchte ich aber nicht oder ich kann eine definieren und da gehen wir jetzt mal drauf. Und zwar haben wir hier einen Alpha-Kanal. Und den brauchen wir lediglich auf 1 zu stellen. Rücken, okay. Und schwups, können wir den Hintergrund wieder sehen. Ja, damit wir oben auch noch ein bisschen Rahmen haben, der ja hier fehlt, klicken wir unser Vordergrundvideo an, verpassen dem einen Filter, der da heißt, ähm, na wo bist du denn? Äh, drehen und skalieren und gehen mal hier auf den Zahlenweg, drehen am Mäuschen, am Radmäuschen, schauen mal, ja, inwieweit das so einigermaßen proportional ist. Macht den Rahmen ein bisschen dicker, damit es offensichtlich ist, dass das Ganze auch jetzt einen Rahmen hat. Je nachdem, welche Farbe man haben möchte oder wie dick der Rahmen sein soll, kann man hier dann halt eben auch die Werte einstellen oder den Rahmen. Moment, das haben wir hier. Den Rahmen nochmal hier ändern, vergrößern, verkleinern hier mit den Werten. Ja, das wäre das. Stopp, 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 stopp. Einen haben wir noch, einen haben wir noch. Jetzt sehe ich nämlich gerade hier Eckradius. Was hat es denn damit auf sich? Probieren wir den mal aus. Ja, was passiert? Aha. Wir können das Ganze natürlich ein bisschen äh, abrunden. Und zwar hier oben. Seht ihr das? Wunderbar. Passt aber jetzt nicht zu diesem... zu dem Vordergrundbild, weil der ist ja auch noch eckig. Und dann machen wir das... Unser, unser Vordergrundbild doch auch mal mit Eckradius. Ah, das geht genauso. Werden wir unseren Filter zuschneiden. Rechteck auswählen. Jawohl. Dann müssen wir wieder hier auf Gesamt gehen. Ja, und äh, schieben das Ganze erstmal so, wie wir es haben wollen, hier rum. Also erstmal grob. Nein, <laughs> sorry. Ähm, das kann passieren. Ähm, bis wir hier so unten rankommen, größern das Ganze noch ein bisschen, um ein bisschen Feinarbeit zu machen, um es hier anzupassen. Also. Dann gehen wir wieder auf Normalgröße und dann können wir hier auch wieder. Füllfarbe das Ganze auf Kanal Alpha Kanal 1 stellen, damit wir den Hintergrund wieder sehen können. Und den Eckradius können wir auch anpassen. Oh, gehen wir auch mal wieder auf Größe, um zu gucken, ob das so einigermaßen gut aussieht. Oh, 28.1. Ja, könnte noch ein bisschen... Dann gehen wir mal hier auf nichts auswählen. Sieht doch ganz gut aus. So, jetzt war es das <laughs> für diese Folge. Tipps und Tricks, Hochformat-Videos bearbeiten und ein bisschen aufpimmen. Jo, ich wollte jetzt eigentlich stoppen, aber ich gebe noch mal einen Tipp. Ähm, und zwar lest doch mal meine Kommentare. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, denn äh, das große Tutorial... Mit den Cornerpins, also diese Star Wars Schrift, die ich im Teaser nochmal äh, gezeigt habe, die an der bin ich dran. Das dauert ein bisschen und den Cornerpin, der müsste noch äh, im Forum noch ein bisschen verbessert werden. Da gibt es noch so ein paar Fehler und ich möchte das doch ganz gerne offiziell zeigen, wenn die kleinen Kleinigkeiten mal äh, behoben sind. Ja, gibt es noch was hinzuzufügen? Nein, ich wünsche euch einen guten Tag, schöne Woche. Und uh, happy shotcutting. Tschüss!